Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute kommt das lang ersehnte Q&A. Ich weiß ja nicht, ob es lang ersehnt ist, ob sich das jemand so doll wünscht, aber es ist ja schon etwas länger her, dass ich euch gesagt habe, dass ihr Fragen stellt. Also jetzt kommt dieses Video endlich. Ihr habt zahlreiche Fragen gestellt, sogar ziemlich viele. Das merkt man erst, wenn man sich die Fragen wirklich alle anschaut und dann aufschreibt, weil ich habe immer gesagt, ja, also immer recht lange halt gewartet, dass noch mehr Fragen kommen, aber gar nicht gemerkt, dass schon sehr, sehr viele Fragen gefragt wurden. Ja, ich weiß nicht, weil so viele Fragen sind, ob ich vielleicht zwei Teile mache. Es kann sein, dass es zwei Teile werden. Ich werde in diesem Video aber immer von einem Teil sprechen. Also es kann sein, dass ich irgendwie sage, später in diesem Video werde ich das und das machen. Und es kann halt dann sein, dass es erst im nächsten Teil gesagt, also das gemacht wird, falls es einen zweiten Teil gibt. Also ja, ich tue es mal so, als wäre es ein Teil, aber falls es eben zwei Teile sind, das kann halt eben auch sein, also wundert euch da nicht. Ich habe das etwas anders gemacht als bei den meisten Q&As, die Leute machen. Also erstens habe ich natürlich werde ich jede Frage beantworten. Fast jede Frage, aber dazu komme ich noch. Es ist nämlich so, ich habe mir alle Fragen, die ihr gestellt habt, habe ich mir aufgeschrieben, separat, und ich werde jetzt auch alle Fragen separat einblenden. Also ich werde nicht die Kommentare einblenden, sondern nur die Fragen. Das sieht man zwar den Fragesteller nicht, aber ja, ist jetzt halt so, weil ich möchte es mal neu ausprobieren. Die Fragen werden auch, es werden nicht genau die Fragen eingeblendet, die ihr gefragt habt. Also ich habe zum Teil die Fragen ein bisschen umformuliert, oder auch mehrere Fragen in eine Frage gefasst und das dann ein bisschen umformuliert. Aber es werden schon alle Fragen beantwortet, die ihr gestellt habt, aber die Fragen werden halt anders formuliert eingeblendet, als ihr sie vielleicht gefragt habt, weil ich das alles so ein bisschen zusammenfassen wollte. Ich hoffe, das hat man gerade verstanden, aber ihr seht es ja dann. Ich habe vorhin gesagt, ich würde alle Fragen beantworten. Stimmt nicht ganz. Eine Frage beantworte ich nicht, und zwar die Frage nach meinem Alter. Ansonsten aber alle Fragen, obwohl es noch eine zweite Frage gibt, und zwar hat eine Person gefragt, darf ich beginnen? Aber da ich ja nicht die Kommentare einblende, sondern nur die Fragen und die Fragen etwas umformuliert sind, ja, tut es mir leid an den Kommentarschreiber, deine Frage kann leider nicht beginnen, weil ich das eben etwas anders mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das so gut findet oder ob ihr es besser findet, wenn die Kommentare eingeblendet werden. Ich glaube, ich finde es zwar mit Kommentare einblenden auch besser, aber ich wollte es mal etwas Neues ausprobieren. Ich habe das alles so ein bisschen aufgeteilt. Also, dass ich zuerst Fragen, allgemeine Fragen über Tiere beantworte, dann beantworte ich Fragen zu meinem Hamster und so weiter. Also, das habe ich alles versucht, so ein bisschen einzuteilen. Genau, und da beginnen wir auch schon mit der ersten Frage, und zwar, welche Haustiere hast du? Also ich habe aktuell eine Meso Barbarus Ameisenkolonie. Das ist eine recht große Ameisenkolonie. Die haben ungefähr 500 Arbeiterinnen, wenn ich das richtig abschätzen kann. Ich kann es aber nicht ganz sagen. Vielleicht haben sie auch mehr oder weniger. Ich bin schlecht im Schätzen. Abgesehen von den Meso Barbarus habe ich dann noch 4 Lasius Niger Gründerkolonien und noch eine Solenopsis Fugax Königin. Aber ja, ich weiß nicht, ob die begattet ist. Das habe ich auch schon in einem Video gesagt. Also ja, das waren erstmal die Ameisen, die ich habe. Und dann habe ich noch einen Zwerghamster. Zungarischer Zwerghamster, wahrscheinlich Zungar oder Hybrid, ich weiß nicht ganz, kann man es auch nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Zwerghamster, genau, das sind meine Tiere. So, dann die zweite Frage passt eigentlich noch zur ersten Frage, und zwar, möchtest du noch weitere Haustiere? Ich denke, sehr viele Tierhalter würden noch mehr Haustiere wollen, und ich habe auch immer wieder so ein paar Wünsche, also zum Beispiel vor kurzem hatte ich richtig Lust, Ratten zu haben, dann im Sommer hatte ich voll die Lust, Meerschweinchen zu haben. Ja, ich habe halt immer so diese Phasen, in denen ich Tiere will. Und auch jetzt, wenn ich weitere Tiere haben könnte, würde ich weitere Tiere haben. Aber ich weiß halt einfach, ich habe nicht genug Platz und ich kann halt, ja, ich habe auch nicht genug Geld für weitere Tiere. Deshalb, ja, ich möchte wahrscheinlich schon weitere Tiere. Ich habe jetzt nicht so einen riesigen Wunsch, aber wenn ich die Chance hätte, noch ein Tier zu haben, ja, aber ich weiß halt, es geht nicht. Dann kommen wir zur zweiten Art von Frage, und zwar Fragen über, also Hamsterfragen, Fragen über meinen Hamster. Es sind, glaube ich, auch paar allgemeine Fragen dabei. Übrigens kann ich an der Stelle noch sagen, bevor ich die Hamsterfragen beantworte, ich habe mal ein Video gemacht, in dem ich, glaube ich, 12 oder 11 oder 10 Fakten, beziehungsweise ja, Fakten, Sachen, oder einfach so, ja, ich würde mal sagen, 12 Fakten über meinen Hamster gesagt habe.
Da kommen einem auch, dass sie, also erfahrt ihr ein paar Infos über Wisti. Genau, also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu Wisti, könnt ihr mal in dieses Video anschauen mit den Fakten über Wisti. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da habe ich auch sehr viele Sachen über Wisti erzählt, was sie, ja, wie sie so ist und all das. Genau. Also ja, falls es jemand interessiert und falls nicht alle Fragen beantwortet wurden, die euch vielleicht noch so interessieren. Es ist so, dass aber in dem anderen Video, also in diesem Faktenvideo, werden zum Teil die gleichen Fragen beantwortet, wie jetzt auch in diesem Q&A. Aber ich möchte es trotzdem in dem Q&A nochmal beantworten für Leute, die jetzt nicht das andere Video anschauen wollen. Aber wollte ich nur mal so sagen, falls euch das interessiert. Und da beginnen wir mit der ersten, und zwar, hattest du früher schon mal einen Hamster? Nein, hab ich nicht gehabt. Wisti ist mein erster Hamster. Genau. Dann die zweite Frage. Warum hast du einen Hamster? Die Sache ist halt, es ist so. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht so lang. Ich versuche mich kurz zu fassen. Aber ich habe mich halt damals über richtig so viele Tiere informiert, über verschiedene Tiere. Und ja, ich habe halt alles an Tieren eigentlich spannend gefunden. So die meisten Nager und so. Aber es ist dann irgendwie so, dann habe ich so irgendwie immer so richtig Lust auf ein Tier. Und da habe ich so gedacht, ja, ich hätte so Mäuse fände ich cool, Ratten fände ich cool. Aber irgendwie immer, wenn ich mir dann Hamster-Videos angeschaut habe, habe ich so gedacht, boah, Hamster, das ist irgendwie, immer wenn ich so, ja, ich habe zwar irgendwie so richtig viele verschiedene Videos angeschaut und wollte irgendwie alles, aber immer wenn ich mir dann Hamster-Videos angeschaut habe, habe ich so gedacht, ja, das will ich irgendwie. Das ist, ja, das kann man, es ist ganz komisch, aber ich sag so, ja, für Hamster brennt mein Herz. Also, das fühle ich einfach. Und ja, was... Die Person hat auch gefragt, was ich interessant an Hamstern finde. Ich kann nicht sagen, was ich so interessant an Hamstern finde. Ich finde einfach, dieses Gesamtpaket stimmt. Also, ja, ich kann es nicht sagen. Einfach, wenn ich Hamster sehe, dann fühle ich was Besonderes. Aber ich finde halt, eigentlich, ich finde alle Tiere gleich spannend. Also, die meisten Nagetiere finde ich eigentlich gleich spannend oder gleich interessant. Aber einfach, wenn ich Hamster sehe, dann habe ich irgendwie so dieses Gefühl. Und ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber ja, einfach so dieses Allgemeine. Ich könnte jetzt 10.000 Sachen aufzählen, Hamster sind süß und so, aber das weiß man eigentlich, das sind immer die Standardantworten. Dann war die nächste Frage, warum hast du dich für diese Hamsterart entschieden? Passt eigentlich auch zur ersten Frage und es ist eigentlich auch die gleiche Antwort. Wieder dieses Gefühl, also Goldhamster oder Zwerghamster? Für Zwerghamster habe ich einfach dann so das Gefühl einfach. Woher hast du deinen Hamster, ist die nächste Frage, und zwar habe ich Wisti von einer Züchterin. Genau, ich denke, ich würde, wenn ich nochmal einen Hamster kaufen würde, würde ich ihn von einer Pflegestelle oder einem Tierheim holen. Aber ja, ich wusste halt am Anfang, wusste ja noch nicht so recht, woher soll ich sie holen. So mein Gedanke war halt einfach, ich möchte wirklich einen, so es ist mein erster Hamster, ich möchte wirklich einen gesunden Hamster. Und ich möchte halt einen kleinen Hamster, der dann, also ein Babyhamster, der dann halt lang lebt. Und genau, ich wusste zwar, dass es manchmal in Pflegestellen auch Babyhamster gibt, aber ich dachte dazu, ach, die sind wahrscheinlich vielleicht noch schlechte Haltung und vielleicht sind sie dann eben nicht ganz gesund und ich wollte wirklich ganz sicher gehen, dass ich meinen Hamster lange behalten kann. Aber es ist ja nicht so, dass halt die Hamster, also es gibt ja nicht sehr oft, gibt es junge Hamster in Pflegestellen und ja, die sind doch auch gesund und wenn sie nicht gesund sind, geht man halt zum Tierarzt, aber das war mir halt noch nicht so bewusst. Deshalb habe ich sie von einer Züchterin, aber ja, das ist ja auch nichts Schlechtes. Ich muss so sagen, so ein, zwei Sachen finde ich, hätte die Züchterin ändern können. Zum Beispiel, was mir am meisten aufgefallen ist, dass sie Trinkflaschen hatte. Aber sonst war nicht alles seriös. Gut, bei der Kehlgröße weiß ich nicht so recht, ob die alle ganz genug groß waren. Aber ich meine, sie hat ja auch in ihren Vermittlungsbedingungen angegeben, dass die Hamstergehege mindestens 0,5 Quadratmeter groß sein müssen. Deshalb ja, macht es ja keinen Sinn, dass ihre Gehege dann kleiner sind. Aber ja. Von dort habe ich halt meinen Hamster. Ich würde aber, wenn ich doch meinen Hamster kaufen würde, den von einer Pflegestelle holen. Aber das wäre ja nicht die Frage. So Leute, ich melde mich hier aus der Zukunft bzw. aus dem Schnitt. Und zwar ist das Video jetzt zu Ende. Ich habe mich nämlich entschieden, das Video in mehrere Teile aufzuteilen, weil das Q&A wäre über 25 Minuten geworden, wenn es alles ein Teil geworden, also ein Teil wäre. Und ich wollte es halt aufteilen, damit halt ihr das vielleicht, wenn es halt ein ganzes Video ist, ein langes, vielleicht schaut ihr es dann lieber nicht an und ihr schaut es vielleicht lieber an, wenn es mehrere Teile sind. Deshalb, ja, werden es jetzt mehrere Teile. Es werden nicht nur zwei Teile, sondern sogar drei Teile. Im Video habe ich ja gesagt, dass es vielleicht zwei Teile werden. Jetzt sind es halt sogar drei.
Der zweite Teil und der dritte Teil kommen irgendwann in den nächsten Tagen. Ich weiß nicht genau wann. Und genau, die Videos, also die nächsten Teile, gehen genau da weiter, wo jetzt die vorherigen Teile aufgehört haben. Also tut eigentlich so, als wäre es ein Video, was halt einfach in ja, mehrere Teile geschnitten wurde. Macht ja Sinn. Das war's dann von dem ersten Teil und wir sehen uns beim zweiten Teil wieder.